Ja, das heute ist der 28. Dezember, es ist Sonntag, es ist schon etwas vorgerückt und es ist ein freundlicher Tag. Zumindest ist es hell, aber es ist voll reifig. Das ist kein Schnee, das ist tatsächlich reif. Weil die Luft ist dermaßen feucht, das ging gestern Abend schon los, dass sich das in eine richtig dicke Eiskruste überall rumgelegt hat, obwohl es nur 4 Grad sind. Na klar, wenn die Luft abkühlt und viel Wasser dran ist, dann lagert sich das an. Ja, meine Eltern sind noch da, wir frühstücken jetzt und auf jeden Fall wird das heute ein Lazy Sunday, weil ich ja dann morgen und übermorgen wieder ganz schön durchkloppen muss. Ja, wir sind gerade dabei, die letzten Geschirrspuren zu beseitigen und das Frühstück vorzubereiten. Stimmt, außerdem ist Tag 126 von Vlogging the Family, das Jahr mit der Iceworks-Familie. Na, du kleine Schlafmütze? Hast du ausgeschlafen? Na, du andere kleine Schlafmütze? Tuch. Kann man dich am Grund nehmen. Siehst du, du bist aufgestanden. Deine Schwester war so schlau und hat gesagt, nö, ich schlaf weiter. Ich drehe mich einfach rum. Ja. Die kleine Pennmaus schläft weiter. Ja, mal gucken. Ist ja bald wieder Zeit für Essen. Ja. Putz da mal deine Weihnachtstasse aus dem Schrank. Ja, meine Weihnachtstasse. Weihnachtstasse. Ihr Lohnis-Marmelade? Nein, auf so dunkles mag ich keine Nimmst du noch deinen Marmelade. Tee? Der Papa ist gemein, ne? Du kleine Schlafmaus, bist du immer noch müde? Bist du immer noch bei Papa anbucken? Weißt du noch nicht so genau, ne? Guck mal, deine Schwester liest schon wieder ein Buch. Mit Mund liest die nämlich meistens. Ist dir egal, ne? Du willst noch nicht lesen. Du willst einfach nur so abhängen, ne? So bei Papa angebuckt, ne? Auf dem Bein sitzen. Und schaukelt er mal ein bisschen. Ja, die haben momentan so vom Wesen haben sie sich quasi umgedreht, ne? Vorher war Victoria mal die Aufgezogene. Und momentan ist es Charlotte. Mit dem großen Hunger. Boah. Geht nicht immer so, ne? Quer und sowas. Na, wohin hat sie immer dran gezogen? Da hast du ja gedacht, sie will wie so ein Raubtier so ein Stück Fleisch von ihrer Beute reißen. Ne, Schätzelein? Das ganze Buch ist schon nass. Das ganze Buch ist schon nass. Ja. Ja, was Deine denn? Schwester versucht, ein Buch zu essen. Also schön spielst, dann kannst du auch bei Oma bleiben, ne? Ja, guck mal, Papa. Ja. Du machst Musik. Komm, jetzt können wir ja Victoria jetzt nicht so Nö, halt, Charlotte fasst du ja eh nicht an. Nee, die tanzt ja. Nee, die Band hat einen Unfall. Ein Unfall hat die Band. Ach, das Tuch ist viel besser. Es wird mir auf Dauer zu warm. Letztes Mal habe ich zu Gerti gesagt, kannst du mal die Heizung ausmachen, mir kochende Füße schon langsam. Meine Puschen hast du weg. Die habe ich schon, die liegen auch mit in dem Korb. Ja, das ist in Ordnung. Ja, Gerti, tut mir leid. Also will die Mama mit euch ein bisschen spazieren gehen. Die erste Maus schläft schon gleich wieder. Wobei ihre Schwester eben gerade vorm Anziehen auch schon eingeschlafen ist. Und da ist die zweite kleine Schnuppelmaus. Ja, du bist noch wach, obwohl du gerade schon eingeschlafen warst, ne? Dann schläfst du bestimmt gleich wieder ein. Deine Schwester schläft schon. Ich habe oben gesaugt, habe den trockenen alten Adventskranz erstmal entsorgt, also abgeschmückt und das trockene Zweigskram
in Grünmüll gepackt. Und da ja die Schnuffelbande noch beim Spazierengehen ist, werde ich das nächste Vlog schneiden. Müsste der erste Weihnachtstag sein. Ey, manche Leute haben Weihnachten nichts zu tun, oder? 13.000 Passworte, unter anderem von Amazon, verdammte Axt, und man weiß nicht, ob man seins jetzt ändern soll. Dann ändern wir sie mal, ne? Achso, hier PlayStation, Xbox Live und so ein Zeugs betrifft das natürlich auch. Viel Spaß beim neuen Passwort ausdenken. Gerade noch fertig geschnitten, gerendert und hochgeladen. Mehr Kerzen. Ganz viel Kerzen. Du glitzerst ja schon wieder auf dem Kopf. Ist wieder von deiner Jacke, wa? Kleiner Mini-Godzilla. Willst du die haben? Die kriegst du aber nicht, sonst winkst du damit wieder sonst wo rum. Oder du versuchst sie aufzuessen. Doing. Da köchelt eine lecker Suppe. Da köchelt eine lecker Suppe. Für die Mama und den Papa. Die Anna hat uns schon mal so als Zwischenmahlzeit, bevor es die vielleicht Gänsekeulen, die wir noch haben, gibt, die Suppe kredenzt. Ja, alles ein bisschen dunkel, weil wir haben es hier noch heimelig und gemütlich. Und deswegen sagen wir schon mal, ey, tschüss, wir sehen uns morgen. Tschüss, Schnuffel. Ich bin angesabbert. Ja. Oh. Tschüss, kleine, süße Schnuffelmaus. Und die andere kleine Schnuffelmaus auch tschüss, bis morgen. Tschüss. Tschüss, Papa. Der Schnuffelfinger, habt ihr den gesehen?